Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also das Einzige, was ich nach diesem Beitrag Ihnen zugutehalten muss, ist, dass es Ihnen immer wieder gelingt, mich zu überraschen, Herr Dörr. Aber ich komme dann gleich nochmal auf Sie zurück. In der letzten Woche feierte in einer Nachrichtensendung ein Geschlechterforscher folgende Sätze als brandneue Ideen, sich nach allen Seiten gerecht auszudrücken. Ich zitiere, Lan und Ex-Freundex haben Ex-Rat bunt angestrichen. Oder Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Vielleicht geht es Ihnen bei diesem Beispiel wie mir zu Hause auf dem Sofa, als ich es gesehen habe und gehört habe. Mein Gedanke war, nö, also so wirklich nicht. Denn wenn ich erst einmal überlegen muss, ob ein Satz, den ich gehört habe, ein klingonischer Satz oder ein deutscher Satz ist und mir dann verkauft werden soll, das sei gerechter, toleranter, wertschätzender als alles, was ich im Alltag mit meinen Freunden, meinen Bekannten, Kollegen und Nachbarn spreche, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, wie das denn wäre, wenn ich mit einem solchen Satz auf dem Bliskastler Wochenmarkt donnerstags morgens ankomme, was ich damit erleben würde. Guten Morgen, Enz Müller, könnten Enz mir Enz Salatgurke zurücklegen? Ich muss noch in Enz Bäckerei, meines Elterns haben Enz Erdbeerkuchen bestellt. Ich bin nicht sicher, ob ich da wirklich mit einer Salatgurke und einem Erdbeerkuchen nach Hause käme. Aber ganz ernsthaft. Wenn Menschen Sprache nicht verstehen, und das ist in einem solchen Fall eben der Fall, dann führt das zu Ablehnung. Es führt erst recht zur Ablehnung, wenn Personen, die sich solch übertriebene künstliche Formen ausdenken oder sie nutzen, gleichzeitig den moralischen Zeigefinger auspacken und anklingen lassen, jeder, der nicht so spreche, sei intolerant oder sexistisch. Wenn das gendergerechte Sprache wäre, dann wäre ich vermutlich die Erste, die heute hier stehen würde und sagen würde, oh Jesus, bleibt mir fort, Dodemet. Damit kann ich nämlich wirklich nichts anfangen. Ich habe schon in einer meiner ersten Reden hier im Plenum klargestellt, ich finde es auch störend, wenn sich ein Text wie ein Minenfeld aus Gendersternchen und Unterstrichen liest. Und wir tun der Emanzipation und der Gerechtigkeit keinen Gefallen, wenn Texte sich nicht wertschätzend, sondern nervtötend lesen und man einander nicht versteht. Aber was ist denn überhaupt geschlechtergerecht? Was genau soll denn da im Antrag der AfD verboten werden? Nach dem, was Sie heute hier ausgeführt haben, ist mir das noch weniger klar geworden. Denn auf der einen Seite sagten Sie die übliche Form, mal die weibliche. In Ihrem Antrag soll es aber nur den generischen das generische Maskulin geben. Also da besteht auch bei Ihnen offensichtlich noch Abstimmungsbedarf. Und auch die Beidnennung, wie bei Bürgerinnen und Bürgern, soll gestrichen werden. Das ist aber doch klar und verständlich und das ist wertschätzend. Und da stellt sich mir ehrlich gesagt dann schon die Frage, warum? Warum soll das gestrichen werden? Das ist ja jetzt beileibe keine schräge Erfindung aus irgendeinem Sprachlabor, das ist gewachsene Sprache. Gehe ich nochmal zurück nach Bliskastel. Wenn ich da auf einem Konzert oder einer Veranstaltung zur Begrüßung sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann glaube ich und hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass sich da jemanden die Fußnägel rollen und er denkt, oh Mann, immer dieses unverständliche Gegendere. Nein, das ist gewachsene, wertschätzende, gendergerechte Sprache. Es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund, das zu verbieten. Liebe Saarländerinnen und Saarländer, so beginnen Sie, Herr Dörr, sonst eben Ihre Reden. Schwupps, gendergerechte Beidnennung und hat nicht wehgetan. Wenn das hier kein Schaufensterantrag von Ihnen bleiben sollte, müssten Sie die Saarländerinnen dann zukünftig eigentlich streichen, Herr Dörr. Statistisch gesehen wäre das in Ihrem speziellen Fall vielleicht nicht das Problem, denn weibliche Wähler fühlen sich von ihrer Partei, Gott sei Dank, sowieso eher seltener angesprochen, egal ob sie sie ansprechen oder mitmeinen. Aber es ist nicht konsequent. Zwischen unbrauchbaren, bizarren Wortschöpfungen und der ausschließlichen Lobpreisung männlicher Formen gibt es eben viel mehr. Denn Sprache ist kollektiv. Das heißt, es braucht einen gesellschaftlichen Konsens, da haben Sie sogar recht, darüber, was für die breite Mehrheit der Bevölkerung verständlich, nutzbar und sinnvoll ist. Sprache ist aber immer auch individuell. Jeder spricht anders, auch hier im Raum. Und eines ist klar, jeder hier im Raum verwendet geschlechtergerechte Sprache.
Der eine will es bewusst und benutzt dafür vielleicht das Binnen-I, das andere schon stört. Der andere will es angeblich gar nicht, auf keinen Fall, macht es aber in der Anrede, liebe Saarländerinnen und Saarländer, trotzdem. Deshalb halte ich nichts von einem Verbot geschlechtergerechter Sprache. Genauso wenig im Übrigen von einem Gebot, bestimmte Formen nutzen zu müssen. Der Begriff gendergerecht oder geschlechtergerecht umfasst viele sprachliche Wendungen, die wir alle benutzen. Und ich halte es auch nicht für zielführend, einzelne Extremfälle, die ich auch gruselig finde und die uns alle die Köpfe schütteln lassen, als verboten aufzuzählen. Denn ich habe nicht die geringste Lust, jedes Mal hier im Plenum eine Debatte zu führen, wenn irgendwer beim Kaffee morgens in Berlin-Kreuzberg oder im Morgenkreis in einem Sprachlabor in Köln und Hamburg ein neues Käufens oder Freundex erfindet. Über dieses Stöckchen sollten wir nicht springen, indem wir solche Kunstkonstruktionen aufwerten. Ich wiederhole gern, was ich in einer meiner ersten Reden hier im Plenum zu diesem Thema gesagt habe. Sprache muss für uns als CDU-Fraktion zwei Grundanforderungen Rechnung tragen. Erstens Verständlichkeit, Klarheit, Authentizität. Zweitens Gleichberechtigung und Wertschätzung. Und diese beiden Anforderungen sinnvoll miteinander zu verbinden, ist die Aufgabe, vor der ein moderner Sprachgebrauch steht. Und darüber, was hier sinnvoll ist und was vielleicht übertrieben, nicht zielführend, darüber kann man natürlich streiten. Am besten führen wir diese Debatte dann aber aus der Mitte der Bevölkerung heraus, wo meiner Überzeugung nach kaum einer geänzt oder geäxt werden will, aber auch keinem ein Zacken aus der Krone fällt, wenn er oder sie die Doppelnennung Bürgerinnen und Bürger benutzt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum der Antrag der Herren von rechts nicht der Startschuss für eine solche Debatte sein kann. Zum einen wird hier der Eindruck vermittelt, unsere Verwaltungssprache wäre plötzlich ein Ausbund an Eleganz und Verständlichkeit, wenn wir nicht mehr Bürgerinnen und Bürger etc. verwenden, sondern nur noch die männliche Form. Ein faules Argument. Gerade in der Corona-Pandemie ist unsere Sprache sperriger geworden. Und das ganz unabhängig von der Sprache oder der Frage der Geschlechter. Nehmen wir einen Satz aus einer der letzten Corona-Verordnungen. Achtung, anschnallen. Ein Satz. Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in das Saarland einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 10 Tagen vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eingestuften Gebiet, in Klammern Risikogebiet, aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- und Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 10 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Ein Satz. Keine geschlechtergerechte Sprache. Dass das nun ein bisschen sperrig ist, hat also nichts, gar nichts mit Geschlechtersprache zu tun. Unsere Verwaltungssprache ist in erster Linie so spröde, weil sie sich juristisch in alle Richtungen absichert, weil sie abstrakt und oft unpersönlich ist. Und mein Angebot vor 3 Jahren steht, wir können gerne alle gemeinsam daran arbeiten, Verwaltungssprache bürgerfreundlicher zu machen. Und dabei können wir alle Aspekte, auch die Umsetzung der geschlechtergerechten Sprache, mit einbeziehen. Wir können nämlich definitiv gemeinsam verständlicher werden. Genau, wir können einfachere Sprache verwenden und können damit auch viel mehr Menschen erreichen. Aber es gibt noch einen Punkt. Einen sehr grundsätzlichen, warum die CDU-Fraktion dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen wird. In der Tatsache, dass Bürgerinnen und Bürger schon ein Problem für sie ist, ist es angelegt. Sie haben in der Vergangenheit zu oft gezeigt, dass es ihnen im Gebrauch von Sprache um Abgrenzung und Abwertung geht, um Spaltung und nicht um Wertschätzung. Ich lasse Sie an der Stelle für sich selbst sprechen. Zitat Rudolf Müller, 13.03.2019. Aber die saarländischen Delegierten, die Frauenunion und eine ganze Menge Merkel-Versteher haben sich nochmal ein Frauchen als Chef gewählt. Zitat Ende. Und wenn es um Abwertung geht, dann strengen sie sich auch auf einmal richtig an zu gendern. Zitat Rudolf Müller, 9.12.2020. Wenn ein linksextremer Bock zum Gärtner gemacht wird oder gendergerecht gesagt eine linksextreme Geiß. Zitat Ende.
Es ist die abschätzige Grundhaltung, die allzu oft aus ihren Worten herausspricht. Häufiger in diesem Plenum, nicht nur Frauen gegenüber. Sprache ist doch immer Ausdruck geistiger Haltung. Und wenn dort Wertschätzung und der Wille zur Gleichberechtigung überhaupt nicht erkennbar ist, dann fehlt die Basis für eine ernsthafte Debatte. Im November 2018 ging es hier im Plenum um Frauenwahl und Gleichberechtigung, zu deren Ende Sie, Herr Müller, ein Gedicht von Otto Reuter bemühten. Nicht wirklich passend meiner Meinung nach zu dem Anlass. Ich zitiere: Wie reizend sind die Frauen, nur sie sind unser Glück. Sie sind, das weiß ein jedermann, des Herrn, Herrgott, Meisterstück. Nur eines macht mich stutzig, Gott schuf für uns die Frau, er selbst jedoch nahm keine Sicht, dazu war er zu, schau mal an, er hielt die Frau sich ferne, denn er wusste, die Frauen herrschen gerne. Hätte er eine Frau genommen, da konnte es ihm passieren, da wäre er nicht der Herrgott mehr, dann würde sie regieren. Darauf möchte ich Ihnen antworten, Herr Müller, man sieht ja, dass Sie immer nicht gemerkt haben, in welchem Kontext ein Gedicht passend ist oder nicht. Darauf möchte ich Ihnen antworten. Wer bei einer Plenardebatte Angst vor Frauenherrschaft hatte, der hat statt Sprache andere Sorgen und scheint von gestern statt von morgen. Ist zwar nur von Jutta Schmidt-Lang, stimmt aber trotzdem. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Den Antrag lehnen wir selbstverständlich ab.